So, willkommen zurück zum Tag Deep Tech und KI. Wir wollen euch heute jetzt einen kleinen Vortrag darüber geben, wie Textanalyse dann mit Hilfe von künstlicher Intelligenz funktionieren kann. Nochmal zur Erinnerung, mein Name ist Matthias, das ist Jonas und wir machen unter anderem zusammen Kiel AI, eine Initiative, wo wir die Institutionen Schleswig-Holstein zum Thema künstliche Intelligenz miteinander vernetzen und zusammen machen wir noch Stack Ocean. Das ist ein Startup, das wir letztes Jahr gegründet haben, zusammen mit zwei weiteren Personen. Und mit Stack Ocean entwickeln wir eigene Produkte und führen Dienstleistungsprojekte durch im Bereich der Datenerhebung, Datenanalyse und Datenvisualisierung. Und wir möchten euch heute einen Einblick geben in Natural Language Processing. Wir setzen bei den Zuschauern ein wenig Vorwissen auch im Bereich Natural Language Processing voraus, dass sie werden nicht groß KI oder Natural Language Processing, abgekürzt NLP, definieren. Wir werden uns heute einmal um Natural Language Understanding und einmal um Natural Language Generation kümmern, was eben beides auch Teilaspekte sind. Und anfangen möchten wir eigentlich mit einem sehr, sehr aktuellen Thema. Und zwar würden wir gerne einmal auf das neue GPT-3-Modell von OpenAI hinweisen. Ja, OpenAI ist, ich glaube, 2015 von Sam Altman und Elon Musk gegründet worden. Und die haben ein ganz neues NLP-Modell veröffentlicht. Das befindet sich aktuell in der Beta-Phase. Das ist eine geschlossene Phase. Da kann man einen Zugang beantragen. Sehr wenige glückliche Auserwählte können mit diesem Modell schon herumspielen. Und das wird unserer Meinung nach einfach auch sehr viel ändern, sehr viel möglich machen, weil es wirklich ein sehr, sehr mächtiges Modell ist. Und da habe ich ein paar Use Cases mitgebracht, die schon von ersten Programmierern, ersten Entwicklern innerhalb von wenigen Tagen gebaut wurden, die einfach mal so einen kleinen Einblick auch geben, was kann dieses neue Modell eigentlich leisten. Gefunden habe ich die auf gptcrush.com. Da kann auch jeder Zuschauer selber nochmal nachsehen. Ich habe drei spannende Beispiele mitgebracht. Zum einen eine Text-to-Chart-Funktion. Wir haben hier oben einmal auch einen Bitly-Link gebaut, den kann man dann selber eintippen und sich auch nochmal das Video und die Informationen dazu ansehen. Und wir können hier sehen, dass man mit natürlicher Sprache jetzt Bar-Charts generieren kann. Das heißt, ich kann zum Beispiel eingeben, in my backpack I have 3 apples, 5 pears and 2 oranges. Und dieses Modell ist in der Lage, daraus ein Balkendiagramm für mich zu erstellen, kann auch wirklich die Achsenbeschriftung, also erkennt hier einen Zähler, unten beschriftet die Achsen mit Fruits, kann noch eine Überschrift in my Backpack und hat dann wirklich auch die jeweiligen Mengen erkannt und generiert mir hier auch noch den Programmcode, den ich dazu, der benötigt wurde, um dieses Diagramm zu erstellen, den ich weiterverwenden kann. Ein weiterer spannender Fall, den das Modell auch kann, ist Text-to-SQL. SQL ist eine Sprache, um Informationen aus Datenbanken zu extrahieren. Und auch hier sehen wir wieder, es ist ein von Menschen generierter Text-Input. How many users have signed up since the start of 2020? Und auch hier ist das Modell wieder in der Lage, mir den dafür benötigten oder den dementsprechenden Programmcode zu generieren, sodass ich jetzt theoretisch nicht mehr diese Sprache beherrschen muss und trotzdem diese Datenbankabfragen machen kann. Das heißt, die Mensch-Computer-Interaktion wird durch so ein Modell ermöglicht für einen Menschen, ohne wirklich Programmiersprachenkenntnisse zu haben. Das ist total abgefahren. Und auch hier ein echt cooles Beispiel, finden wir besonders beeindruckend, weil wir selber auch viel mit React-Apps arbeiten. Text-to-React-App, auch hier wieder, wie auch vorher, der Link einmal zum selber ansehen, ausprobieren. Und jetzt kann man hier in menschlichen Worten, in eigenen Worten, die App beschreiben, die am Ende rauskommen soll. Hier ist der Input, enter a to-do and a button that says save to do, then show me all the results. Und jetzt können wir hier eben sehen, hier ist der Input, learn about AI, what, it worked, WTF, read a book, eat dinner. Wir sehen hier also, die Person, die es gebaut hat, war dann selber ganz überrascht, dass es funktioniert hat. Und hier können wir den Beginn einer geschriebenen React-App erahnen. Das heißt, wenn man da jetzt noch weiter runter scrollen würde, könnte man auch da diesen fertigen Programmcode verwenden und in seine eigene App, in sein eigenes Projekt einbauen. Also das ist was ganz, ganz, ganz Spannendes, was jetzt wirklich einen sehr, sehr aktuellen Bezug hat, worauf wir am Anfang dieses Vortrags enorm gerne hinweisen würden. Und damit zeigt sich eben auch eine reale Anwendung für diese Natural Language Processing oder für dieses Themengebiet. Das ist also ein Fall, den jetzt vielleicht viele von euch, von Ihnen noch nicht
benutzt haben, aber vielleicht in der nahen Zukunft mal benutzen werden oder zumindest Apps benutzen oder Internetseiten, die so schon zum Teil generiert wurden. Fälle, wo man schon häufiger mit Natural Language Processing selber auch in Kontakt gekommen ist, ist zum Beispiel in einer Websuchmaschine. Ja, da könnte man zum einen natürlich einen booleschen Suchalgorithmus verwenden. Das heißt, ich suche einfach irgendwelche Texte durch und schaue, ob da einfach das Wort drin steht, was ich suche. Das ist natürlich sehr fehleranfällig, wenn man irgendwie doppeldeutige Begriffe zum Beispiel hat. Wenn ich jetzt im Englischen eine Suche tätige und Foot eingebe, dann kann es sich zum einen um einen Fuß handeln, zum anderen um eine Maßeinheit. Und so ist das natürlich, bekommt man ganz viele Resultate, mit denen man nichts anfangen kann. Und da ist eben Natural Language Processing, da werden wir auch später noch drauf eingehen, wie das genau funktioniert, in der Lage, mir da eben wirklich nur die für mich relevanten Suchbegriffe oder beziehungsweise Suchergebnisse, den Suchoutput, mir das anzuzeigen. Ein weiteres Feld, wo wir eigentlich heute schon regelmäßig auch mit in Kontakt kommen, sind zum Beispiel Übersetzer oder Übersetzungen automatisierte. Ich habe hier mal einen Screenshot von DeepL mitgebracht, hat wahrscheinlich DeepL oder Google Übersetzer jeder von euch oder von Ihnen schon mal benutzt. Auch wenn ich auf meinem Smartphone etwas tippe, hat man da mit der neuen Software auch häufig so eine kleine Leiste, wo Wortvorschläge sind, die ich vielleicht, Worte mir vorgeschlagen werden, die ich vielleicht als nächstes schreiben möchte. Auch das wäre zum Beispiel ein sehr typischer Anwendungsfall für Natural Language Processing. Und ein weiteres sehr spannendes Beispiel ist dieser Blog, von dem wir hier einen Screenshot mitgebracht haben. Hier hat eine Person, die selber leider keinen Zugang zu GPT-3 hat, aber sie kannte einen Doktoranden, diese Person, und hat dann den Zugang von dem Doktoranden mitbenutzt. Und hier wurde eine Applikation dafür geschrieben, dass das GPT-3-Modell in der Lage und in Lage gebracht wurde, versetzt wurde, selber Texte zu generieren. Das ging so weit, dass der Autor von diesem Blog nur eine Überschrift formuliert hat und so ein kleines Abstract, also vielleicht in 2 oder 3 Sätzen den Inhalt, der im Artikel dargestellt werden soll. Und das Modell hat ihm eben automatisch einen sehr, sehr langen Artikel dazu verfasst, den er dann einfach so auf seinem Blog posten konnte. Und dadurch war der Autor eben in der Lage, innerhalb von ganz kurzer Zeit enorm viele hochwertige Artikel zu generieren, sodass es, glaube ich, innerhalb von 2 Wochen auf 26.000 Views gekommen ist. Und witzigerweise hat eine einzige Person das bemerkt und den Autor auch angeschrieben und gefragt, ob dieses GPT-3-Modell da im Einsatz war, was der Autor natürlich bejaht hat. Aber auch das ist, glaube ich, ein sehr, sehr aktuelles Beispiel und ein sehr spannendes Beispiel, was zeigt, wo die Reise eigentlich hingehen wird und die Geschwindigkeit, in der neue Modelle rauskommen und diese Modelle besser werden, ist eben enorm. Also da wird noch sehr, sehr, sehr viel Spannendes kommen. Ich werde für den nächsten Teil des Vortrags einmal an Matthias übergeben. Vorher noch einmal die Information, wenn während des Vortrags schon Fragen aufkommen, könnt ihr die gerne einfach die Hand heben, dann könnt ihr die Frage stellen, sodass wir auch in so eine Art Gespräch kommen können. Wenn ihr wollt, ihr könnt aber natürlich auch nach dem Vortrag noch Fragen stellen, ganz wie ihr möchtet. Dankeschön. Jonas hat ja eben die 2 Punkte, Natural Language Generation, Natural Language Understanding, aufgezeigt. Und wenn man jetzt quasi von dem Part Generation mal zu Understanding geht, ich hatte 2015 zusammen mit einer Freundin das Startup ChatShopper gegründet, wo wir ein Chatbot gebaut haben, dem man quasi Anfragen schicken konnte, was man denn für Modeprodukte kaufen möchte. Und der Chatbot hat dann automatisch das gesucht oder rausgesucht, was man haben möchte. Hierzu mal eine kleine Demo, wie das funktioniert. Das bedeutet, man konnte diesen Chatbot in Facebook Messenger anschreiben und dann konnte man einfach einen Smalltalk mit ihm halten, einfach zum Beispiel fragen, hey, wie geht's dir, was machst du so? Aber der eigentliche Teil ist, dass man dann in natürlicher Sprache beschreiben kann, was man haben möchte. Das heißt, man muss sich nicht mehr, wie zum Beispiel in Online-Shops, durch ganz viele Kategorien und Filter durchwühlen, sondern man kann zum Beispiel einfach schreiben, ich brauche Nike-Sneaker. Und dann innerhalb weniger Sekunden sucht quasi der Chatbot passende Produkte raus. Und das Spannende ist, danach kann man damit in der Konversation gehen und dann zum Beispiel sagen, in Rot. Und der Chatbot versteht, ah, okay, es handelt sich um Nike-Sneaker in Rot. Und dann wird eben genau das rausgesucht und genau das angezeigt. Kann man theoretisch sich noch bedanken. Freut sich eine Maschine auch drüber, wenn man nett ist. Und das Spannende, was wir halt rausgefunden haben, ist, dass Leute dann sobald sie natürliche Sprache benutzen können, viel natürlicher interagieren und auch viel komplexer suchen, was sie wollen. Das heißt zum Beispiel, wenn man im Online-Shop eigentlich nur sagen kann, also jetzt
Nike-Sneaker in Rot ist ein sehr simples Beispiel, aber viele haben dann gesagt, ja, ich suche diesen einen Sneaker, der hat irgendwie 3 rote Streifen hinten auf der Sohle drauf. Und das wird halt echt spannend, wenn in Zukunft wirklich Maschinen, was ja auch Jonas in den Beispielen gezeigt hat, wenn Maschinen wirklich verstehen, was wir wollen und dann die richtigen Produkte vorschlagen können. Und genau das ist ja auch das, was man jetzt schon langsam sieht in Voice Assistants, wie zum Beispiel Alexa, Google Assistant, Siri. Das sind ja erste Anwendungsfälle, wo man merkt, auch jetzt schon, was halt gut funktioniert, was nicht so gut funktioniert. Aber spannend ist auch, wie schnell sich das eigentlich entwickelt und wie schnell die Maschine besser wird über die Jahre hinweg. Ich meine, Alexa gibt es auch schon länger. Und wenn ich denke, all die Beispiele, die Alexa vielleicht vor 3 Jahren nicht konnte, was sie jetzt schon kann, dass sich das enorm schnell ändert. Und auch bei den zum Beispiel GPT-3-Beispielen, die Jonas gezeigt hat, dass da auch gerade in dem Bereich, besonders NLP, sehr viel Entwicklung ist. Aber es ist halt alles, es ist nicht irgendwie magisch, sondern, also es ist keine Magie, die dahinter steckt, es ist nicht plötzlich eine Maschine, versteht einen irgendwie und irgendwie macht die denn Dinge, sondern es ist alles schon stecken, schon mathematische, statistische Verfahren oder halt simple Programmierungen dahinter, die das Ganze besser machen. Und die Hauptentwicklung, die es da eigentlich gab, so in den letzten Jahren oder auch vielleicht in den letzten Jahrzehnten, ist, dass es von regelbasierten Systemen immer mehr zu Machine Learning Systemen gehen. Nochmal vielleicht als Überblick zu regelbasierten Systemen, relativ schnell. Regelbasiert heißt zum Beispiel, wenn man natürliche Sprache regelbasiert verstehen möchte, dann guckt man zum Beispiel auf Schlagworte. Also in einer Hotline war ich letztens bei, man darf ja keine Namen sagen, bei einer bekannten großen Internetfirma und wollte halt meinen quasi Infos zu meinem Vertrag abfragen und musste dann halt sagen, Vertrag. Und dann, entschuldigen Sie, ich konnte Sie leider nicht verstehen. Ja, ihr kennt das Beispiel. Und so funktionieren regelbasierte Systeme, die einfach nur probieren, auf bestimmte Schlagwörter zu hören oder wo Programmierer probieren, bestimmte Satzbauregeln nachzubauen und so zum Beispiel zu verstehen, wenn das letzte Wort oder das erste Wort im Satz ist oftmals ein Subjekt oder ähnliches. Und so probieren halt die Maschinen natürliche Sprache nachzubilden. Aber je komplexer das wird, desto mehr Regeln man reinpackt, desto intransparenter wird das natürlich auch. Oftmals, desto besser wird das System auch, aber es wird immer deutlich schwerer, das zu warten und es ist immer sehr speziell auf einen Use Case angewandt. Und dahingegen stehen Machine Learning Systeme, die anders funktionieren. Nämlich Machine Learning Systeme finden eigentlich selber die Regeln raus. Man gibt ihnen einen Satz von Inputs, Outputs. Das heißt, man sagt zum Beispiel, dieser Satz bedeutet, dass jemand Informationen zu seinem Vertrag haben möchte. Und das macht man für ganz viele Beispiele. Und daraus merkt quasi der Machine Learning-Algorithmus selber, welche Wörter oder welche Wortgruppen wahrscheinlich wichtig sind, an welcher Stelle, damit Leute quasi zu dieser Information kommen. Und das ist eigentlich das Spannende. Jetzt vielleicht als nochmal als Vergleich zum Beispiel zu dem Chatbot, den wir bei ChatShopper hatten oder ähnlichen Chatbots, das ist nicht so, dass es denn ein riesen Machine Learning System ist, sondern es ist meistens so, dass der Machine Learning Teil derzeit hauptsächlich in der Spracherkennung eingesetzt wird. Das heißt, man kriegt vom Nutzer eine Anfrage in natürlicher Sprache, wie zum Beispiel, ich suche rote Sneaker, und die NLU, also Natural Language Understanding Engine, die funktioniert dann mit Hilfe von Machine Learning und die wandelt dann diese natürliche Sprache, also dieses für den Computer komplette Chaos an Wörtern, in was Strukturiertes um, was der Computer verstehen kann. Zum Beispiel strukturierte Informationen wie zum Beispiel der Nutzer möchte oder Befehl, Produktsuche, Farbe Rot, Produktkategorie Sneaker. Und die Informationen kriegt dann quasi der Computer und dann kann man ganz normal mit normalen Fallunterscheidungen sagen, okay, wenn Produktanfrage, dann mach eine Produktsuche mit den Eigenschaften. Und dann werden auch meistens immer noch heutzutage vorgefertigte Antworten an den Nutzer ausgespielt. Das heißt, man benutzt nicht diese coolen Systeme wie zum Beispiel GPT-3, die es ja auch erst seit kurzem gibt, für die Generierung von Texten, weil man möchte eigentlich normalerweise kontrollieren, was passiert. Und wenn jetzt die Maschine einfach irgendwelche Sätze generiert und das dann auch vielleicht in der Interaktion mit Kunden, das möchte man nicht. Deswegen ist meistens der Machine Learning Teil lediglich die natürliche Spracherkennung da drin. Aber das wird sich, glaube ich, in den nächsten Jahren auch noch ändern. Um vielleicht nochmal ein bisschen zu zeigen, welche Methoden es da gibt, damit eine Maschine natürliche Sprache erkennen kann. Es ist
Es muss ja eben deswegen jetzt immer so sein, natürliche Sprache kommt rein und dann kommt irgendwas unten raus, womit eine Maschine oder mit auch heutzutage ein Programmierer etwas anfangen kann, womit er weiterarbeiten kann. Und ein erster Schritt da kann dann zum Beispiel die Intent Classification sein. Das heißt, welches Ziel verfolgt der Nutzer, indem er diesen Satz schreibt? Das heißt zum Beispiel, ich suche eine Hose in Blau, ist zum Beispiel ein Intent Produktsuche. Wenn jetzt jemand fragt, wie hoch sind die Versandkosten, dann ist der Intent Höhe Versandkosten. Und so kann man eben diese komplexen natürlichen Sprachbefehle in, sag ich mal, maschinenverarbeitbare Kategorien umwandeln und kriegt eben diese Komplexität der natürlichen Sprache, die für Maschinen eigentlich schwer verständlich sind oder besonders für Programmierer, die sich damit auseinandersetzen müssen, kriegt man dabei ein bisschen raus. Ein zweiter Punkt wäre dann zum Beispiel Entity Recognition, wenn ich weiß, was derjenige sucht, was derjenige möchte, dass ich dann ein Machine Learning System habe, was mir sagt, welche Teile des Satzes sind denn wichtig. Und vielleicht auch in welchem warum sind die wichtig. Das heißt, ich kann ein System zum Beispiel darauf trainieren, mir in der Produktsuche rauszuholen, welche Produktkategorien sind das oder welche Farben. Und das Machine Learning-System taggt mir dann eben in dem Satzstand zum Beispiel Kategorie Hose und Farbe Blau drin. Oder ein anderer Punkt, der für Customer Service sehr wichtig ist, quasi das Sentiment, also welchem emotionalen Zustand sind gerade die Personen, die das geschrieben haben. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel jemand schreibt, ich war sehr unzufrieden mit dem Service, wird das von einem Machine Learning System in eine Zahl umgewandelt, meistens jetzt zwischen 0 und 1 oder zwischen minus 1 und 1, die einem sagt, wie glücklich oder unglücklich die Person ist. Jetzt zum Beispiel 0,1 heißt, da es hier zwischen 0 und 1 ist, heißt diese Person ist ziemlich unglücklich. Und da könnte ich dann eben auch als Programmierer, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Chatbot baue, dann auch sagen, okay, wenn Sentiment nahe Null, dass ich dann auch nochmal sage, vielleicht nochmal beim Nutzer entschuldigen, dass das oder ihn auf irgendeine Art und Weise beruhigen. Und so baue ich mir dann quasi meine Logiken zusammen. Also habe eine Maschine, die probiert, verschiedene Teile dieser Sprache zu verstehen und nutze dann die normale Logik eines Programmierers, um das dann umzuwandeln. Und wenn man das jetzt auch mal guckt, dass die Beispiele waren jetzt ja hauptsächlich auf das Verständnis von geschriebenen Text, aber bei gesprochenen Text ist es, ich sag mal, ähnlich oder der Ablauf ist dann einfach nur so, dass man heutzutage meistens einfach noch einen Speech-to-Text vorschaltet. Das heißt zum Beispiel, wenn ihr mit Alexa redet, wandelt Alexa erst das Gesprochene, wandelt es in Text um, macht dann die ganzen Analysen auf dem Text, generiert sich eine Antwort oder eher sucht sich die passende Antwort und wandelt diese Textantwort dann wieder in Sprache um. Und besonders auch diese Systeme, die Text in Sprache oder auch Sprache in Text umwandeln, besonders die merken wir jetzt auch in den letzten Jahren, dass sie deutlich besser werden. Auch weil man dafür jetzt keine großen, speziellen, gelabelten Daten braucht, sondern das sind halt Daten, die findet man eher noch in Hülle und Fülle, beziehungsweise die generieren sich ja Alexa, Siri und Co. fast täglich, indem sie aufzeichnen, was ihr sagt. Im Hintergrund meistens auch noch Leute sitzen, die gucken, ob Alexa alles richtig verstanden hat, was sie glaubt, was sie verstanden hat. Und so werden dieses Thema halt Stück für Stück immer besser. Und ein weiterer spannender Punkt, der jetzt, finde ich, besonders in den letzten Jahren ziemlich hochkam, sind Question-Answering-Systeme, sodass die in Zukunft eben auch viel bei Unternehmen eingesetzt werden können, um Fragen an Unternehmensdaten stellen zu können. Das heißt, alle Daten, die ein Unternehmen irgendwie digital hat, sei es zum Beispiel Wiki-Einträge, verschiedene FAQs oder auch Mitarbeiterinformationsblätter als PDF, dass es dort Systeme gibt, dass man an diese große Datenmenge einfach Fragen stellen kann. Hier ist zum Beispiel ein Beispiel von AWS hat einen Service, also Amazon Web Services, hat einen Service Kendra, wo sie eben auch aufzeigen, dass quasi dieses alte Intranet jetzt übertragen werden soll mit Hilfe der AWS-Services oder halt es gibt auch Open-Source-Alternativen genauso dazu. Das heißt, das System kann ich einfach, ich muss keine Intranet-Suche machen, wie zum Beispiel bei Google, sondern ich kann einfach sagen, where is the IT Support Desk? Und der findet dann in den passenden Dokumenten genau die richtige Information und kann mir die ausspielen. Und all die Beispiele, die wir jetzt
gezeigt haben oder auch für die Erkennung von Sprache. Da muss man nicht immer ein System selber bauen, sondern es gibt auch dafür verschiedene APIs, besonders auch von zum Beispiel von Google gibt es recht viel, von AWS gibt es recht viel und auch von gibt es auch noch einige Open Source Lösungen, sodass ihr auch einfach hier zum Beispiel ein Beispiel von Google, ohne dass ihr es selber programmieren müsst, irgendwo zu einem Service geschriebenen Text reingeben könnt und diese strukturierte Information wiederbekommen könnt, mit denen ihr dann arbeiten könnt. Das heißt, Google kann hier zum Beispiel auch Entity Recognition machen, das heißt rausfinden, zum Beispiel ich habe in diesem Satz, it's very easy to use the Google APIs for natural language understanding, complicated word, hat es da zum Beispiel auch erkannt, es geht um Google und es geht um APIs. Oder es kann auch sagen, den Sentiment, dass der halt sehr positiv ist, weil ich hervorhebe, wie einfach das ist. Und was wir auch bei StackOcean öfter benutzen, ist das Framework Rasa, das ist Open Source, hat schon fast mehr einen Fokus auf Chatbots, aber hat auch eine ganz gute NLU-Komponente, die man sehr gut benutzen kann. Das heißt, es ist ein in Python geschriebenes Package, man kann das einfach auf die eigenen Server packen und das funktioniert. Und man kann das dann eben auch trainieren, damit es einem zum Beispiel eine Sentiment-Analyse auf den eigenen Daten macht. Oder wir hatten es auch bei ChatShopper damals benutzt, um quasi die Produktanfragen, Produktkategorien, Farben und so weiter zu erkennen. Und ein anderes Tool, was dann aber eher, sag ich mal, sehr basic ist, ist Spacy. Einige von euch, die sich vielleicht mit Natural Language Processing auseinandergesetzt haben, kennen NLTK. Quasi ein damals früher sehr oder immer noch sehr beliebtes Python-Package, aber Space ist halt deutlich schlanker und deutlich einfacher zu bedienen. Das heißt, wenn ihr einen einfachen Einstieg in NLP-Programmierung sucht, seid ihr bei Space auf jeden Fall bei der richtigen Adresse. Und es hängt aber immer davon ab, was für Daten ihr habt. Und wenn ihr, besonders bei Natural Language Processing, wenn ihr da anfangt, das auf eure eigenen Use Cases zu trimmen oder vielleicht, sag ich mal, selbst ein Chatbot bauen wollt, dann kommt ihr eigentlich nicht drum herum, selbst eure Daten zu labeln und selber Daten zu generieren. Labeln ist quasi immer der Prozess, wenn man Textdaten hat und man sagt eben, welches Label sie kriegen, also welche Kategorie sie haben. Das heißt, hier zum Beispiel in unserem ChatShopper-Chatbot hatten wir mal den Input bekommen, als Produktanfrage, a hiking shoe of size 9 and deep blue colored. Und was wir dann gemacht haben in unserem Labeling-Prozess, dass wir dann eben dem strukturiert diese Informationen gegeben haben. Zum Beispiel gesagt haben, das ist der Intent, den wir halt intern bei uns jetzt Request genannt haben. Das heißt eine Anfrage und dabei, also im Produktpool Anfrage und dabei wirklich eine Produktanfrage. Und dann eben die verschiedenen Entities, also zum Beispiel gesagt haben, das ist die Kategorie, das ist die Größe, das ist die Farbe. Und das zusammen mit sehr vielen anderen Beispielen haben wir dann in ein Machine Learning System beziehungsweise am Anfang noch in Rasa, später in unser eigenes System gegeben und dann hat das System das gelernt. Und das ging sogar relativ fix. Da hatten wir, teils haben wir schon mit 50 Beispielen für, sag ich mal, jede Kategorie oder jedes Label haben wir da schon sehr gute Ergebnisse bekommen. Und da ist es aber auch wichtig, dass ihr dann eure eigenen Beispiele nehmt. Weil wir hatten als Zielgruppe bei ChatShop hatten wir am Anfang Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren so als Hauptzielgruppe, weil die das irgendwie cool fanden, Produkte online zu suchen oder über ein Chatbot. Und man kann sich gar nicht vorstellen, was die für eine Interpretation von Sprache haben. Die ist sehr, sehr anders als das, was sich vielleicht Erwachsene vorstellen. Und jetzt kann Jonas noch ein bisschen was über unsere bisherigen Projekte erzählen. Genau. Was wir eigentlich gerne machen möchten mit euch, ist in Austausch zu kommen, genau wie auch schon vorhin erwähnt. Also nochmal die Motivation für euch, stellt gerne jederzeit Fragen, wenn ihr welche habt. Bevor wir unseren Input beenden, würde ich einfach auch nochmal um euch gerne ein Gefühl dafür zu geben, was wir so jetzt in kürzerer Zeit gemacht haben, auch nochmal zeigen, was so machbar ist. Wir haben zum Beispiel, wie Matthias jetzt schon häufig zitiert hat, hat Matthias ein Chatbot für die Produktsuche gebaut. Ein enorm spannendes Projekt, was wir vor kurzem gemacht haben, war es, Metadaten aus Forschungstexten auszulesen. Das ist ganz spannend. Forschungstexte sind natürlich enorm lang und
Wenn einen jetzt interessiert, wer zum Beispiel eine gewisse Studie finanziert hat, habe ich natürlich nur die Möglichkeit, ich kenne eventuell vielleicht Gesellschaften oder Einrichtungen, die Studien finanzieren, könnte jetzt dann das Dokument mit einfach der normalen boolschen Suche durchsuchen und müsste mir dann irgendwie alle Einrichtungen überlegen, die ich kenne und gucken, ob ich einen Treffer habe. Oder aber ich durchsuche das Dokument eben selber, lese es mir also durch oder schaue vielleicht an eine typische Stelle, wo es meistens steht, habe aber keine Garantie, dass es dort steht. Und um dort eben enorm viel Zeit zu sparen, haben wir ein Question-Answering-System, wie auch schon von Matthias vorgestellt, verwendet und damit sehr, sehr positive Resultate erzielen können. Und das ist ein sehr spannendes Projekt. Ein weiteres spannendes Projekt, was wir gemacht haben, ist, dass wir Umfragedaten, die bereits existierten, genommen haben, in denen es enorm viele Freitextantworten gab. Und auch da wieder selbes Problem, wenn ich jetzt irgendwie als Person alle Freitextantworten durchlesen möchte, muss, das dauert natürlich enorm lange. Ich möchte aber auch wissen, was haben die Personen vielleicht gesagt, was hat die Person bewegt. Da hatten wir eine Umfrage mit über 10.000 Antworten und das ist natürlich für eine Person nicht zu schaffen, das irgendwie durchzulesen, ohne wahnsinnig zu werden. Und natürlich geht auch sehr viel Subjektivität damit irgendwie einher. Und da schafft es eben auch einfach ein Computeralgorithmus, eben sowas in enorm kurzer Zeit, also wirklich, ich rede von wenigen Sekunden, durchzugehen, zu analysieren, automatisch zu clustern. Also wir haben da nicht mal selber gesagt, das sind die bestimmten Kategorien, sondern wir haben den Algorithmus sich selber die Kategorien bilden lassen und am Ende grafischen Output erzeugen können davon und auch eine Sentiment-Analyse gemacht, sodass das echt ein sehr, sehr spannendes Projekt war, was auch einen guten Mehrwert generiert hat. Das war enorm spannend. Und was wir in einem Hackathon-Projekt gemacht haben vor ungefähr 2 Monaten am Wochenende. Deswegen steht da auch nur Proof of Concept hinter. Ich habe auch ein Video mitgebracht, was ich gerne zeigen würde davon. Wir haben Speech to Slide haben wir entwickelt, beziehungsweise mal geguckt, ob das gehen würde. Wir halten selber oft Präsentationen und da ist natürlich ein gängiges Problem, man muss die Folien irgendwie im Vorfeld vorbereiten. Da dachten wir uns, wäre doch vielleicht klasse, wenn man eine KI schreiben kann, die einem beim Reden zuhört und dann in Echtzeit Folien zu dem baut, was man selber gerade sagt. Jetzt hoffe ich mal, dass ich das Video abspielen kann, dass Sie mich hören. Muss ich einfach weiterdrücken, oder? Okay, also sind wir mal gespannt, was dabei rauskommt. Welcome to my presentation. My name is Jonas, and today I will talk with you about monkeys. So monkeys are very cute animals. Here you can see a monkey. These monkeys are very cute, and here you can see a monkey eating a banana. So, very tasty and delicious banana. Do you have some questions about monkeys? Also man kann sehen, es funktioniert so ein bisschen und es funktioniert auch ganz oft nicht. Und das ist ja auch so ein bisschen, zeigt vielleicht auch nochmal ganz schön das, was wir heute auch schon in verschiedenen Vorträgen gehört haben. Vorhin im Vortrag von Thomas Stahl, das sogenannte Lego-Prinzip, das Matthias wird gleich nochmal genauer erklären, wie wir das hier gemacht haben. Das war so ein Anwendungsfall des Lego-Prinzips und es geht bis zu einem gewissen Grad irgendwie ganz okay. Man kann schnell irgendwas zusammenstecken, was irgendwie funktioniert, aber bis das wirklich so zuverlässig funktioniert, dass ich jetzt diesen Vortrag heute nicht mehr im Vorfeld vorbereiten würde, sondern das automatisch generieren lassen würde. Ich glaube, bis dahin dauert es noch ein bisschen. Und damit möchte ich nochmal an Matthias übergeben für den letzten Teil des Inputs. Und danach sind wir auf eure Fragen und Inputs gespannt. Vielleicht nochmal kurz zur Erklärung, wie wir das Ganze gemacht haben. Es war ein sehr simples System. Wir hatten quasi ein React-Frontend, also React als quasi JavaScript-basierte Frontend-Sprache, haben damit einen Server aufgesetzt, was eben die ganze Visualisierung gemacht hat, die Visualisierung der Slides, auch den Mikrofon-Input, der User abgefragt hat. Und sobald dann eben Mikrofon-Input kam, haben wir dann den kompletten Mikrofon-Stream haben wir dann zu Amazon Web Services geschickt, die so eine Transcribe-API haben. Das Ganze war auf Englisch, weil die Amazon-API funktioniert besser auf Englisch. Aber ihr merkt, die funktioniert immer noch nicht so hundertprozentig perfekt. Und die hat uns eben diesen Audio-Stream in einen Text-Stream umgewandelt.
Und somit konnten wir eben auf Text arbeiten, was uns das deutlich einfacher gemacht hat. Und dann haben wir diesen Text, haben halt immer geguckt, wann könnte da wahrscheinlich ein Satz zu Ende sein. Und diesen Satz haben wir dann an eine RASA-NLU geschickt, die wir vorher trainiert haben. Ich glaube auch nicht mit enorm wenig Beispielen. Ich glaube mit irgendwie 20 Beispielen pro Intent. Aber die hat er ihm dann zurückgespielt. Intent möchte Bild zeigen und Entity dann zum Beispiel Monkey in dem Fall. Und dann haben wir im Frontend dann nochmal APIs von Unsplash oder Giphy abgefragt und da einfach nochmal quasi gesucht nach, hey, gib mir einfach irgendein Bild von einem Affen oder irgendein Bild oder irgendein GIF davon. Man sieht ja, es funktioniert, aber kein Mensch will eine Präsentation halten, zumindest nicht keine seriöse Präsentation, wo man nicht weiß, was das nächste Bild ist oder was für ein Bild gezeigt wird. Aber wir waren zumindest erstaunt, dass es im Prinzip funktioniert. Und das war auch mit der RASA-NLU, war auch quasi auch unser zweiter Ansatz. Unser erster Ansatz war auch sehr simpel. Wir haben damals einfach, als erstes hatten wir ein Part-of-Speech-Tagging genommen. Das heißt, ein Part-of-Speech-Tagging sagt einem einfach nur, quasi die verschiedenen Wörter in einem Satz, welchen grammatikalischen Zweck erfüllen sie? Also von wegen, das ist ein Verb, Objekt, Subjekt, Adjektiv. Da hatten wir zum Beispiel angefangen, hatten einfach uns die Nomen rausgesucht und dann mit Hilfe der Nomen erstmal gearbeitet, haben dann aber gemerkt, wir können viel coolere Sachen machen, wenn wir eben wirklich den Intent richtig bestimmen können. Aber ihr seht, ein vergleichsweise simples System und dafür, dass es an einem Wochenende zusammengestrickt war, waren wir schon soweit ganz zufrieden damit. Und insofern schließt das eigentlich schon unseren Vortragsteil jetzt ab. Und jetzt werden wir sehr gespannt, wenn ihr ein paar Fragen habt oder zumindest auch ein paar selber vielleicht ein paar Anwendungsfälle oder Ideen teilen könntet, wo ihr natürliche Sprache einsetzen wollt. Vielen Dank. Hat jemand eine Frage? Also dieses Speech-to-Presentation fand ich sehr, sehr spannend. Wenn man das jetzt mal in einen etwas anderen Kontext überlegt, dass man sagt, okay, man hat eine fertige Rede oder einen fertigen Text und sagt, jetzt will ich eine geile PowerPoint oder sonst was Präsentation dazu haben, wäre das ja durchaus, würde einem sehr, sehr, sehr viele Stunden und Tage an Arbeit wahrscheinlich verringern, wo man immer in irgendwelchen Formen oder Bildern rumfrickelt, um irgendwie Bilder, also eine Slide zusammenzubasteln. Also von daher Motivation, Push, das weiterzumachen in der Richtung vielleicht. Oder vielleicht habt ihr auch schon darüber nachgedacht, das so zu machen. Ja, vielen Dank. Wir haben auf jeden Fall auch schon, oder weil wir auch selber schon aktuell ein Tool entwickeln, was die Präsentationsgestaltung ein bisschen einfacher macht, weil wir eben leider, weil wir sehr viele Präsentationen halten. Und wahrscheinlich, wenn man, wie in deinem Beispiel, wenn man erst einen Text vorschreibt und den dann ins System gibt und der sagt, der soll da draußen eine Präsentation generieren, ist das wahrscheinlich nochmal deutlich, deutlich einfacher. Auch weil jetzt ein Großteil der Fehlerquote war jetzt auch zum Beispiel, dass das die Transkribierung von der Sprache in Text hat halt nicht immer so gut funktioniert, kann auch an unserem nicht ganz so hilfreichen deutschen Akzent liegen. Aber da geht das wahrscheinlich mit dem geschriebenen Text auch besser. Besonders vielleicht hat man da noch andere Informationen drin, vielleicht hat man noch Überschriften drin, wo man sagen kann, wo man dann den einzelnen Überschriften erstmal einzelne Übersichtsfolien gibt und dann die Sachen füllt oder zumindest auch assistiert dabei. Vielleicht könnte man ja auch ein PowerPoint-Plugin schreiben, wo man sich Presenter-Notes reinpackt und der schlägt einem zum Beispiel vor, hier ist ein Bild von einem Affen, baue es ein oder lass es. Aber dass man zumindest die Wahl noch hat. Zumindest die Designvorschläge in Office 365 sind ja schon mal ziemlich toll, wenn man da dann Bilder reinpackt und dann baut er die irgendwie zusammen zu einem Designvorschlag. Das ist schon ziemlich weit fortgeschritten, aber natürlich noch nichts mit dem, was wir jetzt gerade hier durchkauen, zu tun. Ja, und Jonas und ich haben uns auch schon auf dem GPT-3 Access beworben, dass wir auch diese Beispiele, wie wir am Anfang gesehen haben, das vielleicht damit auch mal ausprobieren können. Hat leider bisher noch nicht geklappt. Ich glaube, wir haben bisher noch nicht die Credibility, aber vielleicht ja mit so einem tollen Livestream wie hier. Vielleicht sehen die Leute das. Ich wollte gerade sagen, also falls ihr uns hört von OpenAI, wir würden diesen Zugang wirklich gerne haben.
Gibt es denn sonst noch Sachen, Fragen, Anregungen? Das Mikrofon ist auch da? Ah, okay, alles klar. Also, ihr habt jetzt Amazon Web Services, andere Web Services sozusagen wie Blackboxes benutzt, richtig? Ja. Das heißt, diese Text Recognition Facility, welche Methode da verwendet wird, um tatsächlich den Text in KI-verarbeitbare Form zu transformieren, also in Feature-Vektoren oder Ähnliches, das ist Blackbox, oder habt ihr daran irgendwas geändert? Nee, also zum Beispiel das, also wir haben bei AWS haben wir nur das Transcribe-System benutzt. Für das eigentliche Textverständnis haben wir Rasa benutzt, was eben Open Source ist und in Python. Was aber auch, sag ich mal, vergleichsweise simpel funktioniert. Das heißt, es auch, nutzt auch einfach Spacy für die Tokenisierung der Wörter. Und dann auch, ich glaube, im simpelsten Fall auch einfach nur eine Support-Vektormaschine für die Intents. Aber das ist, also der Code ist da, und ich habe auch schon mal, für ChatJob hatte ich auch schon mal das System selber geschrieben, als mir irgendwann Rasa, sage ich mal, durch die Plugin-Struktur zu komplex wurde für die Anwendungsfälle, die ich machen wollte. Also da gibt es genug Methoden, was natürlich, aber zumindest für das, wo man selber die Daten generiert. Wenn man jetzt zum Beispiel so eine Transkribierung hat, wo man halt vordefinierte Modelle hat, da muss man erstmal, sage ich mal, online ein vernünftiges Modell finden oder vernünftige Trainingsdaten finden, um das zu machen, weil das ist ja auch, wie du auch sicher weißt, ein bisschen komplexer, Sprache in Text umzuwandeln. Ja, gut. Also mir ging es jetzt eher um den Teil Text in Inhalt umzuwandeln. Ja, ja. Gut. Sorry. Sehr gut. Habt ihr weitere Fragen? Oder irgendein Bereich vielleicht, den ihr selber mal gehört habt, wo ihr euch eine Frage stellt, wo Jonas und ich vielleicht probieren können, etwas in die Richtung zu antworten oder eigene Erfahrungen geben können? Habt ihr Angst vor der Zukunft? Guckt ihr der Zukunft entspannt entgegen? Weil Jonas und ich freuen uns eigentlich immer sehr stark auf die Zukunft. Besonders, weil auch das, die Beispiele, die man jetzt sieht, auch die Freunde, mit der ich ChatShopper damals gemacht habe, sie ist quasi non-techie, und sie hatte irgendwann aber angefangen, selber programmieren zu lernen. Und dann hat sie den ganzen Tag darüber geflucht, warum das denn so kompliziert ist, Sachen zu programmieren. Und hat dann gesagt, bestimmt muss man das in 20 Jahren nicht mehr. Ich glaube, dann gibt es irgendwelche Systeme, dass man nicht mehr programmieren muss. Und ich habe sie damals ein bisschen für verrückt gehalten und dachte, nein, man wird doch immer programmieren können müssen. Das gehört einfach dazu, und so funktionieren die Sachen halt. Aber so langsam ändert sich meine Meinung da auch, dass man zumindest für sehr viele Anwendungsfälle hoffentlich schon mehr, sage ich mal, natürliche Sprache oder andere, für Menschen natürlichere Form der Kommunikation, was man denn bauen möchte, machen kann. Und dann, dass die Systeme, dann KI-Systeme einem helfen, die Aufgabe zu erledigen. Es gibt jetzt ja auch zum Beispiel für wenn man erste Designs machen möchte von einer Webseite, gibt es auch Systeme, wo man einfach nur eine Zeichnung auf ein Blatt Papier macht. Man macht quasi ein Foto davon, gibt es zu einem System, und der baut einem davon quasi einen wunderschönen Screenshot von einer Applikation, wie sie später aussehen könnte. Das heißt, ich male da einfach nur, okay, hier ist mein Handyscreen, da sind ein paar Bilder und ein bisschen Text, gibt das ein System, und das baut mir dann veränderbares Design. Und so ähnlich könnte ich mir das auch für Programmierung vorstellen oder alle anderen Fälle. Jonas hat es ja auch mit den Barcharts oder verschiedene Datenauswertungsmethoden, besonders wenn es ja jetzt immer mehr dazu hingeht, dass, sag ich mal, nicht ganz so IT-affine Leute wirklich mit großen Datenmengen umgehen sollen und die verstehen sollen, ist es natürlich sehr sinnvoll, wenn man da Methoden hat, die für Menschen deutlich intuitiver sind. Wenn einer zum Beispiel von euch auch zum Beispiel einen Alexa zu Hause hat und vielleicht so auch kleine Kinder zu Hause hat, merkt, dass sogar, weiß nicht, die dreijährige Tochter kann nicht mit der Maus umgehen oder vernünftig mit dem Computer, kann aber reden und redet den ganzen Tag mit Alexa und fühlt sich da total gut aufgehoben. Und das ist halt echt das Schöne an dem System, man muss sie nicht lernen, sondern der Computer versteht einen so. Und obwohl menschliche Sprache so ein komplett für Computer ineffizientes Wirrwarr aus Wörtern ist, kann es eben eine ganz schöne Methode sein, dass Menschen und Maschinen besser zusammenarbeiten können, aber auch vielleicht sogar Maschinen
die von unterschiedlichen Entwicklern gebaut sind, miteinander kommunizieren können, weil eben irgendwie doch menschliche Sprache alle Systeme miteinander verbindet und so theoretisch sogar auch Schnittstellen zwischen Systemen geschaffen werden können, die sich bisher noch nicht verstehen. Gibt es noch von euch noch Input dazu oder Fragen? Also ich kann auch nur sagen, ich bin auch, ich schaue mit freudiger Erwartung in die Zukunft. Also ich selbst schreibe zum Beispiel wahnsinnig ungern Texte. Ich finde, das dauert immer so lange. Also wenn ich diesen GPT-3-Zugang habe, dann werde ich mir auch die meisten Texte generieren lassen und da vielleicht nochmal, also natürlich nochmal drüber lesen. Das ist ja immer das, was Matthias auch angesprochen hatte. So ganz ohne Kontrolle, wie wir es jetzt ja auch bei Speech to Slide gesehen haben, möchte man es dann irgendwie jetzt zumindest zum aktuellen Stand doch nicht nach außen geben, solange es sich um seriöse Texte oder um eine seriöse Präsentation handelt. Aber ich glaube auch, dass da enorme Potenziale entstehen werden, dass auch für einen Redakteur zum Beispiel sich die Arbeitsweise ganz stark verändern wird, dass man, denke ich mal, in einigen Jahren beginnen wird, sich helfen zu lassen beim Textschreiben, dadurch viel mehr Texte schreiben kann oder sich vielleicht viel mehr auf Recherche oder auf andere Dinge konzentrieren kann. Und enorm spannend wird es natürlich auch, wenn man in Richtung von Forschungsarbeiten geht. Da ist es natürlich so, in so einem Textgenerierungssystem kann man ja auch Zitate von schon lange verstorbenen Forschern, Wissenschaftlern, Autoren eingeben und sich auf Basis dieses Zitats, weil also diese Modelle funktionieren dann so, dass sie sich einfach schauen, was ist jetzt das am wahrscheinlichsten das nächste Wort und was ist jetzt wieder das wahrscheinlichste nächste Wort, und so können eben auch in dem Stil von anderen schon verstorbenen Personen neue Texte, neue Inhalte generiert werden. Zum Thema Inhaltsgenerierung oder Artikelgenerierung. Es gibt nämlich auch Sachen, wo es einfach zu teuer ist, als ein Mensch Texte schreibt. Wenn man jetzt denkt, Fußball, erste Bundesliga, zweite Bundesliga, da werden Berichte noch geschrieben, aber in der Kreisklasse nicht. Aber das kann eben halt über eine KI zum Beispiel gemacht werden. Ja. Das heißt, man kommt in Bereiche, wo es bisher zu teuer ist, wo aber eine KI das überhaupt machbar macht. Genau. Also meines Wissens, wolltest du noch was? Also meines Wissens nach wird das auch schon in diesen Live-Tickern generiert, werden die Texte auch schon generiert, sodass wenn man die gleiche App auf verschiedenen Handys nebeneinander hält, dass dann auch die Live-Ticker-Texte schon variieren. Das ist natürlich sehr, sehr angenehm, weil es ein gewisses Pool aus Formulierungen gibt, wie Matthias schon erwähnte. Da sind dann eben die Bausteine, die ausgegeben werden, im Vorfeld festgelegt. Dann gibt es vielleicht 10 Formulierungen für, ist eine Ecke zustande gekommen oder so und so ist ein Kontertor entstanden, und dann werden da einfach dann die entsprechenden Texte, Outputs generiert und ausgewählt. Ihr hattet vorhin in eurem Vortrag ja gesprochen von dem Quantensprung von regelbasiert zu Machine Learning. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Zeitraum das passiert ist, aber wenn wir jetzt mal einen Blick in die Zukunft werfen, was denkt ihr dann, wird der nächste Schritt in diesem Bereich sein, also oder wohin entwickelt sich das noch weiter? Durchaus auch an die anderen Experten hier mit NLU-Hintergrund, ne? Als Frage. Also für mich erstmal kann ich ja sagen, da ist es zumindest so, dass Machine Learning zumindest für das reine Sprachverständnis in meinen Augen aktuell eigentlich fast immer der richtige Weg ist, weil die Systeme sind mittlerweile so einfach zugänglich und sie brauchen vergleichsweise wenig Beispiele, und zumindest für die Zwecke, für die ich es ausprobiert habe, und haben dabei so gute Ergebnisse erzielt, dass es für mich wenig sinnvoll ist, da jetzt feste Regeln vorzugeben. Trotzdem war es ja zum Beispiel so, dass Jonas und ich trotzdem bei unserem Speech-to-Slide sogar auch erstmal mit einem regelbasierten System angefangen haben, einfach weil es geht halt immer noch deutlich schneller. Aber ich glaube, eine sinnvolle Qualität erreicht man derzeit nur mit Machine-Learning-Systemen oder zumindest eine bessere Qualität. Und wo ich jetzt eben immer mehr sehe, dass vielleicht halt immer mehr Regeln durch Machine Learning ersetzt werden. Und im Idealfall natürlich auch zum Beispiel dieser Chatbot, den wir gesehen haben, wo jetzt bisher nur eine Komponente Machine Learning ist, dass vielleicht auch andere Komponenten Stück für Stück gegen Machine Learning-Komponenten ausgetauscht werden, bis man es vielleicht sogar irgendwann schafft, ein vernünftiges End-to-End-System zu haben, was nur ein neuronales Netz ist, weil es ja wirklich immer nur Input-Output-Daten sind. Aber das natürlich, wie zum Beispiel Speech-to-Slide, dann auch deutlich unkontrollierbarer. Aber gerne dazu noch andere Meinungen aus dem Publikum. Nehmen ganz hinten noch eine Frage. Zum Thema Fortschritte. Also momentan, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte Laien heranführen, dass sie das nutzen können, den kann ich aber nicht sofort Data Science und neuronale Netze und so weiter beibringen. Das heißt, ein
riesiger Schritt wird sein, das zu demokratisieren, das zugänglich zu machen für den, ich sag mal, den Controller. Das heißt, dass man dann im Prinzip nur noch die Frage stellt und dann eine Auto-AI anfängt, AIs zu erzeugen und zu optimieren auf diese Fragestellung hin. Das wäre, denke ich, ein Riesenschritt nochmal wieder vorwärts, was die Nutzbarkeit, die praktische Nutzbarkeit der Unternehmen zum Beispiel angeht. Und da gibt es auch schon die ersten Ansätze für, ja. Ja, guter Punkt. Ich glaube, viele Leute kriegen jetzt gerade Angst, wenn sie jetzt merken, AIs, die AIs schreiben. Aber ja, wirklich, wirklich ein guter Punkt. Da wird es wahrscheinlich auch hingehen. Eine Frage haben wir noch ganz hinten. Genau, ihr seid ja voll lustig, wenn ihr euch auf die Zukunft freut, aber ich habe gerade gemerkt, ihr macht meine gerade, also mich als Job macht ihr gerade überflüssig, ne? So die Reporter, die Redakteure, die Fußballberichte schreiben, das kann dann eine AI übernehmen. Und ich als Deutschlehrerin, wer braucht mich denn dann noch? So richtig nicht mehr, ne? Wenn ihr jetzt selber schon wisst, wie die Texte aussehen quasi, ist ein bisschen provokativ, ich weiß genau, ich bin so sympathisch und die Beziehung steht überall, man wird mich immer brauchen. Die andere Seite interessiert mich nochmal, wie ist denn das, so eine richtig doofe Aufgabe als Deutschlehrerin, ist es einen Aufsatz zu kontrollieren? Ich habe ja manchmal vielleicht auch viel schönere Dinge zu tun. Wie sieht es denn da, also von der Seite aus Punkt, also Fragezeichen. Ja. Möchte jemand aus dem Publikum darauf antworten? Dann genau, antworte doch selber erstmal gerne und dann kann ich im Zweifel auch noch was dazu sagen. Also es gibt natürlich schon AI-Systeme, die so in die Richtung gehen und ich glaube, es ging gerade so vor ein paar Tagen auch so eine Meldung durch die Presse, durch die Fachpresse, wo dann eben halt darüber geschrieben wurde, dass bestimmte Arbeiten automatisiert über eine AI bewertet wurden und dass einige Studenten oder Schüler herausgefunden haben und dann einen Weg gefunden haben, das Ganze irgendwie auszutricksen. Ich habe mir das nicht tief angeguckt. Aber der Punkt ist, wir haben momentan zu viele Aufgaben für zu wenig Leute. Das heißt, AI schafft es dann, uns Platz zu machen für die wichtigeren Sachen. Das heißt, wir können uns jetzt, wenn wir jetzt einen Klassenverbund von 30 Schülern haben, kannst du dich als Lehrerin nicht auf den Einzelnen konzentrieren und ihn gezielt fördern. Wenn wir jetzt aber bestimmte Lehraufgaben an eine AI abgeben können, dann haben wir Menschen mehr Zeit für das Intermenschliche, für das Zwischenmenschliche. Das heißt, man kann sich mehr Zeit nehmen für Schüler, die eine besondere Förderung brauchen. Man kann sich mehr um Menschen kümmern, die sonst vielleicht vereinsamen. Das heißt, es werden neue Berufe existieren oder mehr wieder in den Fokus rücken, die das Zwischenmenschliche betonen, weil das wird auf absehbare Zeit eben halt nicht eine AI leisten können. Ja. Also dem habe ich eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, also eine klasse Antwort, finde ich. Wir setzen uns selber natürlich auch viel mit der Zukunft auch der Lehre auseinander und ich kann dem nur zustimmen. Und nochmal GPT-3 zitieren oder wieder bemühen, da habe ich vor ein paar Tagen auch ein System gesehen, das eben automatisch auch in Freitextantworten von Schülern, die auf Fragestellungen gegeben wurden, eben auch schon bewerten konnte und dann eben auch sagen konnte, ist richtig oder eben ist nicht die richtige Antwort. Und auch dieses GPT-3, obwohl wir jetzt gerade über künstliche Intelligenz reden und von intelligenten Systemen, eigentlich sind diese Systeme nicht intelligent. Also selbst das GPT-3, was Texte schreibt oder Texte weiterschreibt, es guckt einfach nur, was ist statistisch am wahrscheinlichsten, welches Wort kommt als nächstes. Und es hat eigentlich, ja, es steht keinerlei Intelligenz oder Intention oder Selbstverständnis oder Selbstreflexion oder irgendwas dahinter, sondern es ist einfach nur eine, ja, ich glaube, für Menschen kann es wahrscheinlich in den nächsten 10 Jahren, ist es wahrscheinlich immer nur eine Unterstützung. Und wie du auch sagst, es ist, es gibt mehr Zeit für die sinnvollen Aufgaben. Und auch zum Beispiel ich als Entwickler, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich muss nicht mehr programmieren, dann sage ich nicht, oh Gott, was soll ich denn mit meiner ganzen Zeit machen? Ich kann ja nicht mehr programmieren. Bin so froh, wenn ich endlich nicht mehr programmieren muss und mich darauf konzentrieren kann, irgendwie, weiß nicht, mir gute Systeme zu überlegen und zu durchdenken, wie funktionieren die. Und wenn ich das denn weiß, dann muss ich das ja nicht nochmal runterschreiben. Dann sage ich das einfach der Maschine und sage, jetzt bau das und dann bin ich glücklich. Und insofern, aber ich glaube, als Entwickler sieht man das immer ein bisschen anders. Aber ich glaube, die Antwort, dass man sich dann auf sinnvollere Aufgaben oder menschlichere Aufgaben konzentriert, ist, glaube ich, da eine sehr gute. Also vielleicht auch nochmal, um dort nochmal eine Lanze dann für die Menschheit zu brechen.
Ich glaube, wir werden immer gebraucht, um dann halt auch die Besonderheiten oder das Besondere herauszukristallisieren oder auch das dann als positiv zu bewerten. Wenn ich das jetzt mal als Parallele nehme zu, wie mittlerweile bei Spotify mein Musikgeschmack gesteuert wird, ist es doch immer relativ selten, dass ich überrascht werde durch Musik, die ich jetzt gar nicht erwartet hätte. Das heißt, wenn wir das jetzt auf einen Aufsatz, auf eine Korrektur eines Aufsatzes im Deutschunterricht übertragen, wird dort das als gut bewertet, was erwartet wird, ich sag mal, ne, inhaltlich, deswegen Aufsatz ist mir vielleicht da ein bisschen schwierig. Ich glaube, Diktat ist gar kein Problem, ne? Also da gibt es Sachen, wo es gibt nur ein richtig oder ein falsch, aber dort, wo es dann interpretiert werden muss, wird schwierig für eine KI dort dann von der Norm wegzudenken. Und das ist vielleicht da nochmal ein Punkt, wo wir sagen müssen, okay, da ist die Menschheit schon noch überlegen und wird sie auch noch länger überlegen sein, weil wir immer nur mit den Daten bewerten können, die wir da drin haben und nicht mit den herausragenden Besonderheiten, sagen wir mal. Genau. Sehr schön. Dann ist unsere Zeit auch gleich schon vorbei. Aber wir fanden es sehr schön, nochmal mit euch in die Diskussion gegangen zu sein zu den Themen. Und wenn wir gleich noch irgendwie auch noch weiter diskutieren wollen, können wir das gerne machen. Aber jetzt bedanken wir uns erstmal für die Aufmerksamkeit und auch für eure Fragen und wünschen euch noch einen schönen Tag. Genau.